begrüße euch total und recht herzlich hier im Medienhaus. Das Medienhaus hier in Nordrhein-Westfalen an der A40, zweimal abbiegen, seid ihr hier. Ja, ist halt so. So, ich habe einen riesen Auftrag gerade beendet für einen Rechtsanwalt. Wer dieses verfolgt hat, hat ja gesehen, was ich da gemacht habe. So, wir digitalisieren, wir scannen ein, wir machen Bücher richtig, wir lesen ein, wir überspielen, wir zeichnen auf, wir stellen her. So, eine reine Produktion ist hier. Natürlich kann Normalbürger, Otto Normal, seine Kopien bekommen, seine Vielfältigung bekommen und so weiter und so fort. Auf der Seite die Sparte der Künstler, die natürlich auch Noten und was weiß ich nicht alles brauchen. So, sie brauchen natürlich auch eine Aufzeichnung, eine Überspielung, eine Vervielfältigung, bekommen die auch. Auf der Seite Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Bundespolizei, also die normale Polizei, ja, die auch. Sogar der Oberbürgermeister hat schon seine Sachen machen lassen. Natürlich hat er jemanden geschickt, ist klar. Er persönlich hatte ich drüben in der Kirche mit zu tun. Das war leider eine traurige Angelegenheit, weil das war eine Aufzeichnung. Da musste jemand, der auf dem Weg dessen gegangen, mit ja, jungen Jahren, über 60, ist also nicht alt, er ist halt verstorben. Und da musste ich die Aufzeichnung machen dieser sogenannten Beerdigung. So, ja gut, wir verkaufen auch direkt dazu meine Anteilnahme. Ja, ist halt so. Okay, das war jetzt so eine Art Slapstick. So, also wie gesagt, wir scannen ein, wir überspielen, vervielfältigen. Also wir sind Industrie 4.0. Industrie 4.0 ist das, was ihr tagtäglich mit eurem Phone macht. Das habe ich euch ja auch gezeigt. TikTok, Snapchat, Facebook, WhatsApp. Ja. So, wir machen natürlich für die Kunden hier, beziehungsweise die Kunden machen das selber. Die Kunden machen das selber, ihre Bewerbung und das alles. Wir helfen nur, wir stellen ein Buch zur Verfügung, wo was drinsteht, als Anleitung. Und die Kunden, wie gesagt, vervielfältigen auch alle selber. Ist alles klar. So, Hilfestellung, wir sind halt Industrie 4.0. Ich habe mich jetzt sehr oft vorgestellt, es reicht. Jetzt muss ich gucken, welche Videosequenzen ich vielleicht auf den Weg bringe. Kollege Martin Binias, Busfahrer in Hameln, der jetzt da lebt, macht seine Clips bei TikTok. Er hat 1 Million Zuschauer. Finde ich super. So, und diverse andere auch. Ob ich ein TikToker werde, weiß ich nicht. Ich könnte ja jetzt vor TikTok hier stehen, unter uns. Wenn ich jetzt hier eine Live-Performance machen würde und würde stundenlang vor der Kamera sitzen, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, wegen der Arbeitszeit. Lebenszeit. So, Breaking News, ja, Medien Hall, Black Cat Produktion, hört sich alles wunderbar an, aber das ist halt so. So, wir leben halt jetzt in einem Corona-Jahr und jetzt schon im zweiten Corona-Jahr. Wenn wir Pech haben, wird uns Corona von 1920 bis 1945 begleiten. Merkt ihr? 1920, 1945 begleiten. 2020 bis 2045 Corona ist fast dasselbe. Diktat, das darf's nicht, dies darf's nicht. Denunzierung von gesunden, gespritzten, keine Ahnung. Ich meine, wenn man das so sieht, dass man denunziert wird, ja, es klappt zwar, hier seht ihr, 1926, der Spitzenjahrgang. Nun, die werde ich überhaupt nicht verkaufen können, weil ich diese hier vielleicht noch verkaufen kann. 1916, der Spitzenjahrgang. 1926, Spitzenjahrgang. 1946, Spitzerjahrgang. Die werde ich sicherlich nie mehr verkaufen. Ja? Es ist halt so, man hat so viele Anekdoten. Also ich habe euch die DVD, Blu-ray, ich habe euch Cobra 11
ich habe euch Stromberg, ich habe euch den Dr. Dead, Mut zur Lücke. Nur den Rechtsanwalt, wie gesagt, geht nicht, da muss ich ihn höflich fragen, ob ich für ihn Werbung machen sollte. Ne? So, mache ich jetzt nicht. So, ich sehe gerade, die Sache ist fertig und deswegen kann ich jetzt wieder Cut machen. Ne? Ich muss da wieder arbeiten. Das ist so. Ich hatte an sich vor, dass ihr auch live zuschauen könnt, wenn wir arbeiten. Aber das ist halt noch nicht möglich. Also dann, danke fürs Zuschauen.